Hier sitzt der Widerstand im nordbayerischen Amorbach. Martina Römmelt-Feller und ihr Ehemann gehören dazu. Sie führen ein Maschinenbauunternehmen mit 50 Mitarbeitern. Wenn es um TTIP geht, dann schwimmen sie gegen den Strom. Sie gehören zu den wenigen Unternehmern, die mehr Nachteile als Vorteile sehen. Zu unklar ist Martina Römmelt-Feller, was sie da zum Freihandelsabkommen las. Die Fragen, die dann bei uns aufgepoppt sind, die konnten von den Kammern nicht beantwortet werden. Da hat sich dann für uns die Lücke gezeigt, also dass eben nach außen was beworben wird, wo der Inhalt nicht ganz bekannt ist. Zu vage und zu riskant erscheint ihr das Abkommen. Deshalb war Martina Römmelt-Feller bei der Gründung der Initiative KMU gegen TTIP dabei. Mehr als 2100 KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen, machen schon mit. Römmelt-Feller will die Zeit nicht zurückdrehen. Export ist für sie selbstverständlich. Das Unternehmen verkauft gut 80% seiner Turbinen ins Ausland. Wir leben in einer globalisierten Welt. Dem muss sich jeder stellen. Und das ist ja auch richtig. Aber jeder sollte seine Stärken bewahren dürfen. Seine regionalen Stärken sollte jedes Land auch bewahren dürfen. Die regionale Stärke gilt zum Beispiel auch für die vielen kleinen Brauereien in Deutschland. Das Bier aus diesem Kessel wird nur im Umkreis von 50 Kilometern um die Brauerei im Allgäu verkauft. Das Geschäft mit dem Biobier läuft gut. Doch TTIP macht auch Inhaber Gottfried Herle Angst. Es ist durchaus zu befürchten, dass über TTIP dann Biere beispielsweise aus Amerika zu uns auf den Markt kämen, die wesentlich billiger sind, auch in unserem Marktgebiet. Und wir mit diesen Preisen natürlich konfrontiert wären und möglicherweise da wirtschaftlich Nachteile erleiden würden. Zurück nach Amorbach. Bei Maschinenbauer Feller wird nach europäischen Standards produziert. Die USA haben ihre eigenen. Martina Römmelt-Feller hat bislang keine Antwort darauf bekommen, wie man die unterschiedlichen Standards unter einen Hut bekommt, und fürchtet Schlimmeres. Dann bin ich ja dem Konkurrenzdruck ausgesetzt, der mit den amerikanischen Waren kommt und demzufolge dann die Standards unter Umständen abgesenkt werden müssen, rein aus wirtschaftlichen Gründen. TTIP stoppen und ein Neuanfang, das verlangen nicht mehr nur einfache Bürger, sondern auch erste Unternehmer.